Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und ein wunderbares Weihnachtsfest wünsche ich euch. Ich bin euer Basti und ich habe mir gedacht, zu Weihnachten spielen wir einen weihnachtlichen Mario-Hack. Und zwar Super Mario Save Christmas. 8 Level von Rimea. Und ja, ich würde sagen, wir starten, wir versüßen uns ein wenig die Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr hattet schon Bescherung. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel und lassen uns überraschen, was uns in diesem Hack alles erwartet. Ich habe mich in Schale geworfen, ich habe mich als Weihnachtsmann verkleidet und irgendwo hängt hier auch meine Bommel rum. Hier. Sieht ein bisschen doof aus, oder? Naja, wir machen sie mal nach hinten. Egal. Mario Saves Christmas, ja, ein Hack für New Super Mario Bros. U. Und die erste Welt wurde auch etwas verändert. Es ist jetzt alles ein bisschen in Schnee gehüllt. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Die Levelnamen passen leider nicht. Die habe ich nicht zum Laufen bekommen. Deswegen sind die Levelnamen wie im ersten Level. Wie im Originalspiel, nicht wie im ersten Level. Und ja, wir gucken einfach rein und haben hoffentlich unseren Spaß. Auf geht's. Oh, schon Geheimnis entdeckt. Oh yeah. Okay. Einmal nach oben und die erste Starcoin geholt. Und wir haben Goombas mit Mützen. Oh, ja, das habt ihr nicht gesehen, dieses Leben. Ja. Lassen wir jetzt mal außen vor. Ich hoffe doch mal, ich verkacke nicht zu sehr. Ich glaube, der Hack ist doch. Willst du mich veräppeln? Ich habe schon 2 Leben verloren. Und wenn ich Game Over gehe, muss ich das Ganze nochmal spielen. Ich habe gerade, glaube ich, nicht so gut Mario mehr drinne, würde ich sagen. Aber ich scheitere ja schon bei den ersten. Ich wollte eigentlich ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest mit euch verbringen. Und irgendwie ist das gerade nicht wirklich schön. Es muss doch hier irgendwo auch ein Pilz geben. Jawohl, auch wen ist denn da? Okay, du Panzer, kommst zurück. Brauche ich dich für irgendwas? Oh ja, okay, okay, schmilzt das mal weg da bitte. Ich denke mal ganz stark, dass hier unten die zweite Starcoin schon drin ist. Und ich brauche unbedingt Leben, Oh mein Gott. Okay, die zweite Starcoin haben wir schon. Warum machst du hier keinen Sprung nach unten, Mario? Oh, ein Leben, Gott sei Dank. Jetzt hier in 1, kann ich die Geschenke auch von unten kaputt kriegen? Ja. Ich brauche eigentlich jede Münze, ne? Damit ich ein paar Leben wieder kriege. Aber wir haben zumindest 2 Starcoins im ersten Level geholt. Und ja. Oh Gott. Da komme ich nicht. Oh mein Gott. Und hier kommen Feuerblumen, ne?
Tja, brauche ich die Feuerblume, um hier da reinzukommen? Oh, hier gibt's nichts drin. Außer ein paar Münzen. So ein Mist. Okay. Momentchen mal, du kommst ja nach unten. Oh, hier oben kann ich rein, Gott sei Dank. Ich hätte mir jetzt fast den Weg... Okay. Muss ich hier wieder zurück oder kann ich da unten reinspringen? Ah, ich weiß es nicht. Naja, aber gut, mit 4 Leben... Eieieiei, aber ich bin noch nicht... Ich bin noch nicht durch. Gib mir. Sehr gut. Hui. Ja. Ah, nee, das brauche ich wahrscheinlich, um das Ziel ganz oben zu erreichen, um meine 5 Leben wieder zurückzuholen. Ja, ich denke mal, wir werden 2 Parts draus machen. Einer heute, einer morgen, vielleicht auch alle beide heute am 24. Mal sehen. Wir haben zumindest das erste Level gespielt und schauen uns natürlich auch gleich das zweite an. Es gibt, wie gesagt, 8 Level insgesamt. Okay. Pinguine, okay. Kommen die da raus? Kann ich da... Moment, ich kann sogar hier reingehen. Große, fette Röhren, alles klar. Okay, ansonsten wäre ich da wahrscheinlich rausgekommen, ne? Okay, unten gibt es ein Item. Hier gibt es sogar den Pinguinanzug, sehr schön. Kann ich da rein? Okay. Hier haben wir sogar die erste Star-Coin. Kann ich hier in die Röhren rein? Oh Mann, was ist das denn da jetzt schon wieder? Muss ich da hoch? Okay, dritte Star-Coin. Dritte Star-Coin. Oh Mann. Ich habe eine Star-Coin gefunden. Aber die hat es natürlich nicht gespeichert, weil ich total verkackt habe schon wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob Starcoin sammeln hier das Beste ist bei dem Hack. Wir gehen jetzt mal in die Röhre rein. Dann komme ich nämlich von hier vorne, sehe sogar den Goomba hier. Willst du mich veräppeln? Jetzt kriege ich ja nur einen Pilz draus und nicht den... Okay, hier oben die Starcoin nehmen wir definitiv mit. So, jetzt kommt ihr hier alle raus. Dich nehme ich nicht mit hier nach oben. Den Pinguinanzug brauche ich aber. Hier oben... War ja, glaube ich. Ja, die zweite Star-Coin. Okay. Ach, du hast mich natürlich wieder getroffen. Kann ich da unten rein? Ich bin mir nicht so sicher. Aber hier komme ich rein.
Okay. Mir fehlt noch eine Starcoin in dem Level. Oh Mann. Ich meine, das ist zwar cool, dass ich hier. Ah, Halbzeitflagge, sehr schön. Dich nehme ich mal mit. Ich bin noch nicht so richtig, ob ich dich brauche. Mir fehlt dennoch eine Starcoin. Wo kriege ich die her? Okay, dort oben komme ich auch hin, oder? Okay, der sagt mir, ich soll in die Richtung gehen dort. Da gibt es nochmal einen Pinguinanzug, sehr schön. Was muss ich denn jetzt hier machen? Oh Gott. Okay, okay. Und nun muss ich... Ah, ich muss hier rüber. Da ist auf jeden Fall die dritte Starcoin und ich brauche einen Pinguinanzug, um die dritte Starcoin zu holen, ne? Sehr geil. Mal sehen, ob ich den nochmal kriege. Und mit 4 Leben bin ich ganz schön... Okay, was gibt's dort oben? Und da könnte es nochmal einen Pinguinanzug geben, vielleicht. Aber nur, wenn ich Glück habe, ja. Okay, habe ich auch Glück. Dann weiß ich, wo die dritte Starcoin ist. Aber ich muss es irgendwo definitiv... Hier komme ich doch nicht drüber. Hier hat es nochmal einen Pinguinanzug gegeben, ne? Okay, dritte Starcoin geholt, aber... Eieieiei. Nur noch 3 Leben. Ich brauche unbedingt Leben, sonst sterbe ich hier. Oder muss wenigstens bis dahin kommen, wo ich abspeichere. Nein, leck mich doch am Arsch, ey. Okay, hier gibt's noch mal einen Pilz. Und wie komme ich jetzt? Okay. Okay. Okay, der geht da kaputt. Oh Mann. Okay. Okay, okay, ich hab's geschafft. Bin zwar kleiner Mario. Und hier ist sogar das... Oh, Secret Exit, ne? This way. Ah, ich stelle mich ja gerade wirklich an wie ein abgelaufener Joghurt und das zu Weihnachten. Ich muss noch mal rein und muss den originalen Weg hier noch schaffen. Irgendwie. Muss ich. Naja gut, okay. Wir haben 2 Level gesehen. Weiß gar nicht, ob ich danach das versteckte Level spielen sollte. Auf jeden Fall, also der Hack ist definitiv schwierig. Und ich glaube auch, dass ich hier zum ersten Mal sterben werde. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Ich muss auf jeden Fall alle Münzen sammeln.
damit ich ein paar Leben bekomme. Ich brauche aber noch 30 Stück. Das ist nämlich das Problem, was ich habe. So, hier gibt es ja den Pinguinanzug. So. Ah, der musste natürlich in dem Moment da rauskommen. Starcoins brauche ich ja eigentlich nicht mehr sammeln. Eieieiei, okay. Gib mir doch noch irgendwo ein Item. Oder zumindest ein Leben. Ich möchte nur groß werden. Ich möchte einfach nur groß werden und das Level schaffen. Hier kommt das Speicherflag. Okay, da werde ich groß. Das ist immerhin was. Jetzt muss ich nur noch den normalen Weg finden hier an dem Level. Hier gibt es echt... Ich habe nur noch 3 Leben. Ich hätte schon 8 Leben haben können oder so. Also ich glaube, dieser Hack, man sagt, jetzt mache ich den gleichen Fehler wieder. Jetzt mache ich den gleichen Fehler wirklich wieder. Oh Mann. Ich muss den Cooper einfach wegschmeißen und darf den nicht benutzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier gab es jetzt nochmal einen Pinguinanzug. Immerhin was. Okay. Und wie mache ich das jetzt mit dir? Willst du mich verarschen? Tja, wenn ich tot bin, muss ich den ganzen Mist nochmal machen, ne? Also, dass ich mich so schlecht anstelle bei dem Hack, hätte ich jetzt nicht gedacht. Tut mir leid, Leute. Gib mal wenigstens den Pilz hier. Nun kommt... Nun kann der Cooper eigentlich hier drüber laufen. Okay, ich muss aber jetzt eigentlich hier hoch. Okay, das hat geklappt. Sollte wahrscheinlich nicht so sein. Nee, ich muss hier hoch. Brauche unbedingt das Leben. Ich brauche das Leben, sonst ist alles vorbei. Mario Time. Mario Time. Naja, zumindest das Level geschafft. Oh, und es warten noch so viele Level auf mich. Halle Julia, ich könnte natürlich... Ich weiß nicht, ob ich da speichern kann. Ich hole mir erstmal ein paar Items auf jeden Fall. Hier im Toadhaus. Okay, in der Mitte ist der Bowser, den dürfen wir nicht treffen. So, ganz rechts, Mitte, ganz links, Mitte. Mitte, okay. In der Mitte ist der Bowser. Diesen Block bitte nicht berühren.
Okay. Wenn ich Glück habe, es gibt hier eigentlich noch ein Tothaus? Ich weiß gar nicht. Gut wäre es natürlich jetzt, wenn ich speichern könnte. Aber ich kann nicht speichern hier. Aber wir müssen uns das Bonuslevel auf jeden Fall noch anschauen, bevor wir vielleicht hier zum Tower gehen. Ne? Blooper-Beschuss. Okay. Da gibt es echt einen Pinguinanzug. Okay, den brauche ich auch, ja. Damit ich da in die Röhre komme. Da komme ich nämlich wirklich nur als Pinguin an. Okay, okay. Erste Starcoin haben wir und noch ein riesen fetter großer Fisch hier, der uns fressen will. Komm, schieß den ab, Winzchen. Ach. Schießen doch Winzchen ab und hier ist eine Halbzeitflagge. Das ist natürlich für mich schlecht. Das ist natürlich für mich schlecht, ne? Okay, meinen Pinguinanzug nehme ich mit. Wie komme ich aber an die Starcoin ran? Hier unten ist eine Röhre. Oh, lass mich da bitte rein. Okay. Oh. Da wäre ich nämlich wahrscheinlich auch wieder tot gewesen. Okay, jetzt fehlt mir nur noch einer. Brauch ich das Ding? Brauche ich das Ding bis zum Ende? Okay, okay, okay. Erst nochmal ein Pinguinanzug. Okay, 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 okay. Was ist hier? Eine Röhre. Eine Röhre. Eine Röhre. Und die dritte Starcoin. Oh mein Gott. Ich kann mir zwar kein Leben holen, aber wir haben zumindest das Level auch geschafft und das nächste Level ist, glaube ich, der Tower, ne? Und ich muss den Tower unbedingt schaffen, weil dann wird das Spiel gespeichert. Ja, Miiverse haben wir ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Hex so brutal schwer ist. Ach, ich kann hier schon speichern. Das ist natürlich auf jeden Fall erstmal schon prickelnd und ich würde sagen, komm, wir machen den Tower noch und dann den Rest, wir gucken mal hier rein, was uns der Tower bringt. Okay, sehr schön. Uah. Okay, japanisch angehaucht. Ah, hier kann ich mich dran festhalten. Jetzt auch nochmal ein Pinguinanzug. Ich will aber da rein gerne. Okay. Okay, mein Gott, ich komme da nach drüben. Also auch nochmal ein Pinguinanzug. Den brauche ich jetzt aber leider nicht.
Okay, Momentchen mal. Ich muss darüber. Okay, ist noch auf jeden Fall ein Pinguinanzug. Ich hasse diese Sprüngenblöcke. Ich hasse diese Sprüngenblöcke. Okay, jetzt bin ich hier oben. Hier gibt es nur Pinguine. Okay. Und wo kann ich jetzt hin? Darüber? Okay. Ah, ich habe aber immer erst eine Starcoin nur gesammelt. Ich hätte vielleicht sogar die Münzen einsammeln sollen. Okay, gut. Erstmal speichern, ne? Okay, hier komme ich durch. Das ist eine fiese Starcoin. Das ist aber die zweite, okay. Aber hier werde ich meine Leben verballern, muss ich sagen. Es ist richtig, richtig gemein hier. Okay. Okay, 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 okay. Ohoho. Tja, das letzte Leben, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so heftig wird hier. Aber zumindest weiß ich ja dann, was uns hier erwartet, ne? Da ist ein Pilz drin gewesen. Och Mann. Da war ein Pilz drin. Und jetzt bleib. Bitte, Mario. Halt dich bitte hier dran fest. Halt dich bitte hier dran fest und mach keinen Mist. Du Scheiße. Okay, da kann ich reingehen. Aber vielleicht hätte ich da auch weitergehen sollen. Ich weiß es nicht. Pilz. Okay, das ist gut. In die Röhre kann ich auch rein. Und da ist es passiert. Geil, Game Over. Ich habe wieder 5 Leben. Und wie viel extra Anläufe brauche ich? Ich habe aber nicht gespeichert jetzt, ne? Es hat hier gespeichert. Okay, aber ich würde den Tower trotzdem gerne noch. Ja, gut, ich habe meinen. Wie sieht's denn aus hier mit meinem. Ich könnte mir noch mal was holen. Das mache ich aber. Hole ich mir das gleich noch? Es ist alles da. Oh, es gibt sogar 4. Warum gibt es jetzt auf einmal 4? Okay, die beiden außen jetzt. Die beiden in der Mitte. Die beiden außen. Okay, das erste und das dritte dürfte verkehrt sein. Das haben wir.
Mein Weihnachtsmannanzug ist, glaube ich, nicht so gut. Der bringt mir nicht so viel Sympathie ein heute. Okay, wir haben zumindest noch mal was bekommen. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und immerhin noch schöne Weihnachten. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.